Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am Palmsonntag. Herzlich willkommen Ihnen hier in der Peterskirche und herzlich willkommen all denen, die im Internet mit uns feiern werden. Ein besonderer Gruß gilt unseren Musikern. Lisanne Gödert aus Oberwesel und Jürgen Zimmer aus Oberdiebach haben diesen Gottesdienst eröffnet mit einem Andante des italienischen frühromantischen Komponisten Ferdinando Carulli. Später wird Denise Platz, auch aus Oberdiebach, begleitet von Jürgen Zimmer, zwei Songs singen. Im Wochenspruch für die Karwoche aus Johannes 3 sagt Jesus von sich: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit erhöht werden spielt Jesus in makaberer Weise auf seine Kreuzigung an, die ja eigentlich das Gegenteil ist, nämlich eine komplette Erniedrigung. Gleichzeitig klingt in diesen Worten aber eben auch schon an, dass er in diesem erniedrigenden Tod den Sieg errungen hat, den er mit allen teilt, die ihm vertrauen. Stellvertretend für die ganze Gemeinde singt unser kleines Team, begleitet von Elena Schmidt an der Orgel, das Lied »Eines wünsch ich mir vor allem anderen«. Thank you.
Wir hören den Christushymnus aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, so richtig in den Kopf gehen will uns das nicht, was du da für einen Weg gegangen bist. Dass du dich so klein gemacht hast, dass du dir nicht zu schade warst, nicht zu stolz, dich so erniedrigen und fertig machen zu lassen. Das ist schon irgendwie ziemlich weltfremd. Darum fällt es uns auch so schwer, untereinander so gesinnt zu sein, wie es der Gemeinschaft mit dir entsprechen würde. Obwohl wir ahnen, wie heilsam es wäre, wenn es uns gelänge. Wir bitten dich, vergib uns unser Unvermögen zur Nachfolge. Vergib uns unseren Stolz, unsere gekränkte Eitelkeit. Vergib uns unser Misstrauen und unseren Unglauben. Befreie uns von der Skepsis und schenke uns Mut zum Glauben und zu einem Leben aus dem Glauben. Amen. Sie hören das Lied Holz auf Jesu Schulter. Wer glaubt, vertraut darauf, dass es mehr gibt als das,
was wir sehen und beweisen können. Darum geht es im heutigen Predigttext aus dem 11. und 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Lesung aus dem Hebräerbrief. Der Glaube sieht mehr als das, was vor Augen ist. So ging es auch den Menschen in der Geschichte, denen der Palmsonntag seinen Namen verdankt. Menschen, die in dem einfachen Wanderprediger Jesus von Nazareth auf seinem Eselchen den Messias erkennen und ihn bei seinem Einzug in Jerusalem empfangen wie einen König. Hört das Evangelium, wie es beschrieben steht, bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Da 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 da
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, more than words can say. Mehr als Worte sagen können, so lautet der Titel des Liedes, das wir gerade gehört haben. Ein Song der amerikanischen Band Extreme von 1989. Darin heißt es: Ich will nicht die Worte "Ich liebe dich" von dir hören. Nicht, dass ich nicht möchte, dass du sie aussprichst, aber tu's doch einfach, statt dass du's nur sagst, da habe ich mehr davon. Statt es nur zu sagen, könntest du mir doch viel mehr zeigen, dass du mich wirklich liebst. Das dürfte so manch einem Menschen aus der Seele sprechen. Manchmal sind Worte zu wenig. Da sehnt man sich nach einem handfesten Liebesbeweis. Für ein routinemäßig dahergesagtes "Ich liebe dich" kann man sich nicht viel kaufen. Schon gar nicht, wenn die Taten eine andere Sprache sprechen als die Worte. Trotzdem geht es in der Liebe nicht ohne Worte und nicht ohne das Vertrauen, dass diese Worte wahr sind, belastbar. Dass das bloße Wort nicht reicht, dass man lieber handfeste Beweise haben möchte, dieses Problem haben viele Menschen auch im Blick auf Gott. Manche sind enttäuscht, dass wir von ihm nur sein Wort haben. Und das auch noch schriftlich, sodass man es selber lesen muss. Wie gesagt, das ist manchen Menschen zu wenig. Gott soll sich zeigen, soll sich quasi selber unter Beweis stellen. Das Dumme ist nur, Gott lässt sich eben nicht aus sicherer Entfernung beobachten, sozusagen von der Zuschauertribüne aus, so nach dem Motto: Ich schaue mir jetzt erstmal an, was der da abliefert, und dann überlege ich mir, ob ich an den glaube. Das klappt nicht. So wie Liebe nur dort ankommen kann, wo man sie glaubt, wo man vertraut, wo man davon ausgeht, dass sie ehrlich gemeint und echt ist, genauso stehen auch die Chancen, Gott zu erleben, deutlich besser, wenn man den Gedanken zulässt, dass er da ist und dass er echt an uns interessiert ist. Liebe braucht den Glauben. Das ist bei der Liebe zwischen zwei Menschen so und das ist genauso auch im Blick auf die Liebe Gottes. Liebe braucht den Glauben. Wo einer dem anderen seine Liebe nicht glaubt, kann er sich auf den Kopf stellen. Das ist ein aussichtsloses Unterfangen. Wobei Glaube mehr ist, als etwas für wahr zu halten. Man kann vieles für wahr halten, ohne dass das irgendeine Relevanz für das eigene Leben hätte. Das griechische Wort Pistis, das in unseren deutschen Bibelausgaben mit Glauben übersetzt wird, heißt eigentlich eher noch Vertrauen. Vertrauen. Darum geht es. Glaube, liebe Gemeinde, ist eine Beziehungssache. Gott lässt sich nur erfahren, wenn wir uns auf ihn einlassen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Heißt es im ersten Satz des heutigen Predigttextes. Und im Grunde ist es das, es ist eine tolle Definition von Glaube, einfach mal davon ausgehen, dass es Gott gibt und dass er mehr drauf hat als das, was wir sehen und verstehen und beweisen können.
Der Glaube rechnet damit, dass das, was wir sehen können und was jetzt im Moment ist, noch lange nicht alles ist. Gott lässt uns im Elend dieser Tage nicht im Regen stehen. Auch diese anscheinend nicht enden wollende Pandemie, die mal wieder in eine neue Runde geht, wird nicht ewig anhalten. Verzweiflung und Vereinsamung, Insolvenz und 7-Tages-Inzidenz, Not und Tod sind nicht die Endstation. Da geht noch was. Gott hat Zukunft für uns. Wie die jetzt genau aussieht und wie mühsam der Weg bis dahin ist, das weiß ich nicht. Gottes Wort fordert uns heraus zu einem Glauben gegen den Augenschein. Ein Glaube gegen den Augenschein. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Hebräerbrief ist an eine Gemeinde gerichtet, die ein Stück weit glaubensmüde geworden war. Sie war mit großer Euphorie gestartet. Man wartete darauf, dass Jesus wiederkommt und rechnete damit, dass das ganz bald passiert. Und dann tat sich nichts. Ja, und der Alltag kehrte so allmählich wieder. Manche Gemeindeglieder blieben dem Gottesdienst fern, andere klinkten sich ganz aus. In diese Situation hinein schreibt der uns leider ansonsten unbekannte Verfasser dieses Briefes: Ey Leute, jetzt werft nicht einfach die Flinte ins Korn. Bleibt dran an Gott und bleibt dran am Glauben. Durch den Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Das heißt, die, die uns im Glauben vorangegangen sind, haben doch die Erfahrung gemacht, dass Gottes Wort trägt. Dass er meint, was er sagt und hält, was er verspricht. Im Predigtext wird Abraham als ein Beispiel aus einer ganzen Wolke von Zeugen, so sagt es der Verfasser, herausgepickt. Abraham, kennen viele von uns noch aus dem Kindergottesdienst oder aus der Kinderbibel, dieser Mann, der auf Gottes bloßes Wort hin alles stehen und liegen ließ und sich auf den Weg machte in das Land Kanaan. Nur weil Gott ihm gesagt hatte, tu das, ich will dir dieses Land geben. Er hatte nicht mehr in der Hand bzw. im Ohr als diese Verheißung. Gott hatte zu ihm gesagt in 1. Mose 12, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und ich will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und dann kommt Abraham nach dieser entsetzlich beschwerlichen, mehrere tausend Kilometer langen Fußreise an in diesem verheißenen Land und keiner rollt ihm den roten Teppich aus. Er ist ein Fremder, wird kaum beachtet. Das einzige kleine Stückchen Land, das ihm am Ende seiner Tage gehört, ist eine Grabhöhle, die er sich gekauft hat, damit klar ist, wo er bleibt, wenn er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Und die Sache mit dem großen Volk, das schien auch die ganze Zeit irgendwie nichts zu geben. Dazu hätte es ja mal mindestens einen Stammhalter gebraucht, aber seine Ehe mit Sarah, die blieb kinderlos. Erst als beide, nicht nur sie, sondern auch er, schon längst jenseits von Gut und Böse waren, da kommt der Isaak zur Welt. Der lange ersehnte Sohn, auch der einzige. Manchmal dauert es, bis Gott seine Verheißungen erfüllt, bis er uns erleben lässt, was er versprochen hat. Aber Sarah und Abraham sind an Gott dran geblieben. Sarah hielt den für treu, der es verheißen hatte, so heißt es im Predigtext. Und der, also Gott, hat gehalten, was er versprochen hat. Bis heute
existiert dieses Volk, Israel. Allem Hass zum Trotz, der ihm immer noch oder wieder entgegengebracht wird, hat Gott dieses, sein Volk, gesegnet und es mehrfach aus schlimmstem Elend herausgerettet, auferstehen lassen und es für diese Welt zum Segen gemacht. Denn aus der Nachkommenschaft von Abraham, seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob, stammt noch ein anderer Sohn. Einer, der für uns so wichtig ist, dass wir unsere Zeit nach ihm rechnen. In ihm hat Gottes Wort Hand und Fuß bekommen. Das Wort wurde Fleisch, so umschreibt der Evangelist Johannes die Geburt von Jesus. Und das meint eben nichts anderes als das. Gottes Wort wird Mensch. Gottes Wort wird Mensch. Und kommt damit allen entgegen, die sich nach etwas sehnen, das die Liebe und die Existenz Gottes stärker bezeugt als ein bloßes Wort. In Jesus, in seiner Geschichte, hat Gott seine Liebe sozusagen dingfest gemacht, sichtbar, anfassbar, erlebbar. Ich sag mal so, Jesus hätte es leichter gehabt, wenn er oben geblieben wäre. Ist er aber nicht. Ja, stattdessen ist er runtergekommen und einer von uns geworden. Mit den bekannten Konsequenzen. Spott und Hohn, Hass und Verachtung, Kreuzigung und Tod. Da, wo Menschen anderen Menschen ihr Leben zerstören, sie ihrer Freiheit berauben, ihnen ihre Würde nehmen und ihren Frieden, da guckt Gott nicht weg, sondern stellt sich in Jesus an ihre Seite. Jetzt kann man natürlich einwenden, naja, ist ja nett von ihm, aber für diese Form von Liebesbeweis kann ich mir auch nichts kaufen. Würde stimmen, wenn die Abwärtsbewegung, die Jesus da vollzogen hat, am tiefsten Punkt hängen geblieben wäre. Ist sie aber nicht. Die Kurve geht, mathematisch gesprochen, wie in einer Parabel wieder nach oben. Und erst von Ostern her wird ein Schuh draus aus der ganzen Sache. Mit seiner absolut solidarischen Selbsthingabe hat Jesus nicht nur gezeigt, wie ernst es Gott mit uns ist, sondern auch, dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Der sich in den Tiefpunkten unseres Lebens neben uns stellt, sorgt dafür, dass auch unsere Kurve nicht unten hängen bleibt, sondern wieder nach oben geht. Darauf haben wir sein Wort. Und das ist belastbar, denn das, was Jesus für uns getan hat, ist wahrhaftig more than words can say. Mehr als Worte sagen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Sie hören das Lied Jesu meines Lebens Leben.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, aus Liebe zu uns hast du dich für uns hingegeben. Du hast uns nicht uns selbst überlassen in den Niederungen unseres Daseins. Kein Unrecht, kein Elend, keine Schuld, kein Versagen, keine Not und nicht einmal der Tod hat mehr die Macht, uns zu vernichten. Dafür danken wir dir. Hilf, dass wir das annehmen können. Schenke uns den Mut zum Glauben und lass uns damit die Erfahrung machen, die so viele Menschen vor uns schon machen durften. Dass du da bist, ganz real in unserem Leben und dass du dieses Leben reich machst und frei. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die blockiert sind von Argwohn und Misstrauen, die jede Beziehung zerstören, weil sie kein Vertrauen haben in die Liebe, die ihnen entgegengebracht wird. Heile sie von ihren krankhaften Zweifeln und ihrem unersättlichen Verlangen nach Beweisen. Stärke die, die mit diesen Menschen zu tun haben, und lass sie daran nicht zerbrechen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die es mit der Liebe nicht so ernst nehmen, die das Vertrauen anderer missbrauchen, sie an der Nase herumführen und hintergehen. Schenke ihnen die Einsicht, dass sie anderen mit ihrem Verhalten Schmerz zufügen. Schenke ihnen die Kraft und den Willen zu mehr Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Lege allen das Handwerk, die mit krankhaften Beziehungsmustern andere Menschen verführen, missbrauchen und finanziell oder emotional aussaugen, die ihr Gegenüber besitzen wollen, statt ihnen Partnerin oder Partner zu sein. Und schütze die Opfer solcher Menschen. Gib ihnen die Stärke, klare Grenzen zu ziehen oder sich notfalls loszusagen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Mit großer Sorge sehen wir den rasanten Anstieg der Infektionszahlen. Und auch abseits der Corona-Krise gibt es so viel Bedrückendes. Die Situation in Thailand und Myanmar, die Not der Menschen im Jemen, die Beschneidung der Rechte von Frauen in der Türkei, die Ignoranz und Untätigkeit gegenüber der Klimakatastrophe. Segne alle, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung deiner Schöpfung einsetzen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Im Glauben an deine Verheißung und im Vertrauen darauf, dass du uns hörst, beten wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auf unserer Homepage finden Sie ab heute oder morgen einen
Jugendkreuzweg, an dem unsere Jugendleiterin Judith Brinkmann mitgewirkt hat. Ein Online-Angebot für nicht nur, aber vor allen Dingen junge Menschen, der euch durch die Karwoche begleiten kann und möchte. Wir hatten das angekündigt im Gemeindebrief, dass wir versuchen wollen, auch ein Angebot zu machen, das ökumenisch entstanden ist aus der Kooperation von mehreren katholischen Pfarrgemeinden oder Pfarreiengemeinschaften und evangelischen Gemeinden und dem CVJM vom Vorderhunsrück. Sie haben die Verwirrung um die Gottesdienste an Ostern mitbekommen. Mir liegt immer noch keine neue rheinland-pfälzische Corona-Verordnung vor, die uns untersagen würde, Gottesdienste zu feiern. Und darum gehe ich im Moment davon aus, dass wir unsere Gottesdienste an Karfreitag und Ostern auch feiern werden. Bitte Sie aber darauf zu achten, einfach nochmal auf die Homepage zu schauen, ob da aktuell noch etwas anderes steht, bevor Sie sich auf den Weg machen zur Kirche. Also davon ausgehend, dass wir in unseren vielen großen Kirchen, was jetzt echt ein Segen ist, Karfreitag und Ostern feiern dürfen, lade ich Sie herzlich ein, am Karfreitag zu den Gottesdiensten um 9:15 in Manubach und in Steeg parallel und um 11:15 in Bacharach und Oberdiebach. Die Osternacht feiern wir am Karsamstag mit einem Gottesdienst um 21 Uhr hier in der Peterskirche und am Sonntagmorgen um 7 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Moritzkirche Oberdiebach. Auf Osterfeuer müssen wir leider dieses Jahr verzichten, weil die Lauferei und das Stehen abstandstechnisch und hygienetechnisch nicht zu bewerkstelligen wären, aber die Gottesdienste feiern wir und sie werden nicht minder österlich sein als sonst. Am Ostersonntag feiern wir dann ferner noch um 10 Uhr Gottesdienst in Breitscheid und um 11:15 in Steeg. Und am Ostermontag ist um 9:15 ein Gottesdienst in Henschausen, aber im Dorfgemeinschaftshaus, nicht in unserer Kirche, die ist zu klein. Der Gottesdienst in Neurath, der muss leider ausfallen, weil da sowohl unser Kirchraum als auch das Dorfgemeinschaftshaus zu klein wären, um mit einer sinnvollen Anzahl von Menschen feiern zu können. Dann ist aber am Ostermontag um 10:45 noch Gottesdienst in Manubach und zur selben Zeit in der katholischen Pfarrkirche in Trechtingshausen. Und zu diesem Gottesdienst in Trechtingshausen muss man sich anmelden. In der katholischen Gemeinde ist es so üblich und da bittet die Küsterin Anita Jung, sich direkt bei ihr zu melden. Wir werden die Telefonnummer auf der Homepage haben und die steht auch in der kommenden Woche im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde. Ich habe sie auch dabei, wenn jemand schon weiß, dass er Ostermontag nach Trechtingshausen möchte, kann ich es Ihnen geben. Wie gesagt, achten Sie bitte auf die Homepage. Eines möchte ich noch vorwegschicken: Wir werden an all den Feiertagen in unseren Präsenzgottesdiensten kein Abendmahl feiern. Das hat das Presbyterium beschlossen, weil das vielleicht dann doch mit den Hygieneauflagen grenzwertig werden könnte, trotz aller guten Überlegungen. Egal wie das mit den Präsenzgottesdiensten verläuft, wir laden Sie zusätzlich ein zu Online-Gottesdiensten, die in jedem Fall stattfinden werden. Und zwar werden die vorab schon aufgezeichnet, sodass Sie schon ab dem Vormittag Gottesdienst mitfeiern können. Am Karfreitag ein Online-Gottesdienst aus Manubach mit Musik für 2 Gitarren. Und in diesem Gottesdienst werden wir dann auch noch einmal das Abendmahl feiern. Das haben wir ja letztes Jahr Karfreitag auch schon online gemacht. So wie die ersten Christen auch in ihren Häusern in kleinen Gruppen das Abendmahl gefeiert haben, sich trotz der Distanz verbunden wussten im Geist Jesu, so machen wir das auch. Wer also teilnehmen möchte, der möge bitte sich vor dem Gottesdienst schon etwas Brot und Wein oder Traubensaft bereitstellen. Und wenn Sie nicht an dieser Abendmahlsfeier teilnehmen möchten, dann bleiben Sie nicht deswegen dem ganzen Gottesdienst fern oder schalten Sie auch nicht zwischendrin ab, sondern lauschen Sie einfach der Musik unserer Organistin während dieser Feier. Und für Ostersonntag haben wir auch einen Online-Gottesdienst, der wird dann auch schon ab 7 Uhr online stehen. Der kommt aus der Kirche in Steeg mit Musik für Gesang und Gitarre. Und es gibt ein Angebot für Kinder, die Ostergeschichte als Schattentheater erzählt, ebenfalls ab Ostersonntag 7 Uhr auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Und Sie finden diese ganzen Angebote am einfachsten, wenn Sie über unsere Homepage gehen, www.kirchengemeinde-viertäler.de. Da sind die auf der Startseite alle einzeln verlinkt
ein Klick reicht und Sie sind drin. Weiterhin laden wir jeden Abend um 19 Uhr ein zur Aktion Licht der Hoffnung. Und die Kollekte am Ausgang heute, die ist zur Hälfte bestimmt für die Heizungserneuerung in der Annakirche in Steeg und zur anderen Hälfte für die diakonische Kinder- und Jugendhilfe. Man hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Wichtigkeit von Partizipation entdeckt, also dass man Kinder und Jugendliche in alle wichtigen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, mit einbezieht. So können sie lernen, selber verantwortungsbewusst Entscheidungen zu treffen. Schwierig ist es dann, wenn Kinder mit Entwicklungsstörungen oder Beeinträchtigungen zu tun haben. Da helfen dann die Fachkräfte der Erziehungshilfeeinrichtung und unterstützen betroffene Kinder und deren Eltern dabei, eben trotzdem entwicklungsgerechte und angemessene Formen von Selbstbestimmung zu entwickeln und umzusetzen, um auch diese Kinder ins Leben zu führen und erwachsen werden zu lassen und zu stärken fürs Leben. Für diese Arbeit werden wir heute um Unterstützung gebeten. Gott segne Geber und Gaben. Herzlichen Dank noch einmal an unsere Musikerinnen und unseren Musiker. Elena Schmidt an der Orgel, Lisanne Gödert Gitarre, Jürgen Zimmer Gitarre und Denise Platz Gesang. Nach dem Segen bitte ich Sie nochmal Platz zu nehmen. Da hören wir ein weiteres Andante von Ferdinando Cajuli. Und vor dem Segen singt Denise Platz jetzt einen bekannten Song von Carole King aus dem Jahr 1971 mit dem Titel You've Got a Friend. Du hast einen Freund. Zwar geht es hier im Ursprung um eine Freundschaft zwischen zwei Menschen, aber diese Worte fassen eigentlich nochmal sehr schön zusammen, was uns der heutige Predigttext mitgeben wollte. Sie könnten also auch aus dem Mund Jesu stammen. Wenn du unten bist und Ärger hast und du eine liebevolle Pflege brauchst und nichts geht richtig, dann schließ deine Augen und denk an mich. Und bald werde ich da sein, um selbst die dunkelste Nacht aufzuhellen. Alles, was du tun musst, ist rufen. Und ich werde da sein. Du hast einen Freund. You've got a friend. Soon you will be knocking at your
Geht in diesen Sonntag und in die vor uns liegende Karwoche mit dem Segen unseres Herrn. Geht in dem Wissen, dass wir einen Freund im Himmel haben, dessen Liebe wahrhaftig mehr ist als ein Wort. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.